Also der Donald Trump, er ist eigentlich schon 73. Das heißt, er ist seit 8 Jahren pensioniert und er wird langsam ein bisschen dement, senil und hat Alzheimer. In seinem Alter kann das schon mal auftreten, das ist normal. Und er ist Präsident geworden, weil er den Kleinen nicht das versprochen hat und weil er Milliarden gehabt hat. Aber langsam kommt der Job rein. Einer, der im Kopf noch klar ist, einer, der klar denken kann. Und da wird ihm dann der Präsident schon wegnehmen. Und dann kommt dann vielleicht noch Michelle Obama, kommt auch noch. Und Hillary Clinton. Auch die Politgrösseren werden sich dann anspornen. Und so werden sie den Präsidenten.